Graz, die Residenzstadt Innerösterreichs, lag in der südöstlichsten Ecke des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Von einer Nation im modernen Sinne konnte aber keine Rede sein. Wie ein überdimensionaler Flickenteppich, geknüpft aus mächtigen Fürstentümern, großen Grafschaften, kleinen Rittergütern, Klöstern, Stiften, Städten, Dörfern und Weilern, erstreckte es sich vom Norden Deutschlands bis nach Italien. Regiert wurden diese Flicken von Fürsten, Grafen, Bischöfen, Äbten und Bürgermeistern. Zu einem Ganzen machte dieses Flickwerk aber erst der Kaiser. Für die Zeitgenossen war dieses Reich aber weniger ein Flickenteppich als vielmehr ein Körper mit vielen Gliedern. Ein komplexer Organismus, der durch eine Vielzahl an Gesetzen, Pflichten, Privilegien sowie einen gemeinsamen Glauben am Leben gehalten wurde. So gesehen war der Kaiser als oberster Lehnsherr und Richter, als Wahrer von Frieden und Recht, der Kopf des Ganzen. Aber mit der Reformation ab 1517, angestoßen durch den Augustinermönch Martin Luther, nahm die Zersplitterung im Reich weiter zu. Eine Vielzahl von weltlichen und geistlichen Potentaten nahmen den neuen Glauben an. Von den Kanzeln wurde jetzt nicht nur katholisch gepredigt, sondern eben auch lutherisch. Dabei verließ man sich auf das reine Wort alleine nicht immer. Auch Waffen hatten eine durchaus überzeugende Wirkung, wenn es darum ging, den eigenen konfessionellen Standpunkt klarzumachen. Denn der Andersgläubige war grundsätzlich ein Feind, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen galt. Mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 einigten sich die Katholiken und Protestanten auf einen Kompromiss. Auf die religiöse Einheit, die Papst und Kaiser gerne durchgesetzt hätten, verzichtete man. Mit dem Grundsatz cuius regio, eius religio bestimmte jetzt die jeweilige Obrigkeit die Religion ihrer Untertanen. Auch an der Steiermark waren diese Entwicklungen natürlich nicht spurlos vorübergegangen. Große Teile des Adels, des Bürgertums und der Bauern hatten Gefallen am Luthertum gefunden und besuchten jetzt die protestantische Messe in deutscher Sprache. Endlich verstand man, was der Pfarrer predigte. Auch Hans Ulrich von Eckenberg war im lutherischen Glauben erzogen worden. Er hatte die evangelische Stiftsschule in Graz besucht und an der protestantischen Uni in Tübingen studiert. Als er in den 1590er Jahren von seinen Studienreisen nach Graz zurückkehrte, war der junge Erzherzog Ferdinand gerade dabei, sein Land wieder katholisch zu machen. Hier sehen wir den jungen Erzherzog Ferdinand im Kürass, in der Pose des Erzengel Michaels, wie er energisch den falschen Glauben, den Protestantismus, in den Abgrund tritt. Unterstützung erhält er dabei von Minerva, die bewaffnet mit Schild und Speer Unterstützung verspricht. Eine von ihm eingesetzte Reformkommission verjagte die protestantischen Lehrer und Prediger und ersetzte sie durch die katholischen Priester. Protestantische Schulen wurden geschlossen, Kirchen zerstört. Die Kirche in Eisenerz wurde sogar gesprengt und protestantische Friedhöfe eingeebnet. Ich habe hier einen offiziellen zeitgenössischen Bericht, in dem es sehr eindrücklich heißt: Die Leiber der protestantischen Gläubigen hat man ausgegraben, hat sie den Hunden vorgeworfen und vor die Säue gegeben, hat deren Särge auch genommen und sie am Wege aufgestellt und etwelche angebrannt. Dass es ein barbarisches und unmenschliches Werk war. Und wo vorher die protestantischen Kirchen gestanden, wo die Kanzel gewesen oder der Taufstein, da hielt man stets die unflätigsten und die abscheulichsten Spektakula. 1600 mussten die letzten Bürger, Pastoren und Lehrer die Stadt Graz verlassen, die sich
nach wie vor weigerten, den katholischen Glauben anzunehmen. Bis 1605 flohen ca. 11.000 Menschen aus Innerösterreich und siedelten sich in protestantischen Gebieten an. Hans Ulrich war zu diesem Zeitpunkt bereits zum Katholizismus übergetreten und war ein enger Berater und Vertrauter des Erzherzog Ferdinands von Habsburg geworden, der es in wenigen Jahren geschafft hatte, sein Land wieder katholisch zu machen. Nach der Wahl Erzherzog Ferdinands zum böhmischen König 1617 versuchte der Habsburger dasselbe in Böhmen. Die Angriffe von katholischer Seite auf die verbürgten Rechte der Protestanten in Böhmen nahmen zu. Ferdinands jesuitische Beichtväter und Berater bestärkten ihn, seinem katholischen Gewissen zu folgen und strenge Maßnahmen gegen die böhmischen Andersgläubigen zu treffen. Der Fenstersturz in Prag passierte unter anderem auch deswegen, weil zwei protestantische Kirchen auf Betreiben von katholischen Grundherren zerstört worden waren. Ferdinand hatte zwar kein Interesse daran, seine Politik der Rekatholisierung, wie sie sich in der Steiermark bewährt hatte, über Böhmen hinaus auszuweiten. Doch die vielfältigen Bündnisse, die katholische und protestantische Mächte untereinander zum gegenseitigen Beistand geschlossen hatten, wurden jetzt aktiviert. Jeder bat seine Genossen um Hilfe. Der Konflikt blieb nicht auf Böhmen beschränkt. Der Krieg begann sich langsam in die Glieder auszubrechen.